Alter, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Bennett und heute wird es gottlos. Denn wir schauen uns mal wieder Kinder und Jugendliche an, die einfach nur abgefuckte, schlimme und nervige Dinge tun. Ja, reden wir gar nicht so lange um den heißen Brei herum und fangen direkt an. Und wie gottlos es auch schon losgeht. RIP Grandma, thanks for the chair. Ey, ich hab doch gesagt, heute wird es gottlos. Was soll das denn? Deine Oma stirbt und das Erste, was du dir denkst, ist so, yo, ich nehme jetzt erstmal hier einen elektrischen Stuhl. Nee, also das ist wirklich ekelhaft, Mann. Was ist das für ein Mädchen? Die hat bestimmt die ganze Zeit Auge gelegt und hat nur drauf gewartet, bis die Oma endlich passt, damit sie diesen Stuhl hat. Cooler Stuhl. Nice. Ja, und so wie es angefangen hat, geht es auch schon direkt weiter. Wenn ich alleine schon das erste Standbild sehe, habe ich schon wieder die Hoffnung an unserer Welt verloren. Blöd! Shit, mein Handy! Was ist denn hier los? Dort ist einfach so ein 11-jähriger Bub, der wahrscheinlich noch vor ein paar Tagen erst in die 6. Klasse gekommen ist und jetzt klaut er da Handys im Bus. Ey, hat der Eltern? Was sagen denn die Eltern dazu? Obwohl, gut, bei solchen Leuten sind die Eltern wahrscheinlich auch schon seit 30 Jahren komplett verloren und leben in ihrer eigenen Welt. Blöd! Hä? Chill mal, was machst du jetzt da so Drama, Bro? Der versinkt lieber heulend da am Boden in Depressionen, anstatt dann mal vorne zu dem Busfahrer geht und sagt, ey, mach die Tür auf, ich muss da vielleicht mein Handy holen. Yo, die Party war der Hammer. Die Party. Was ist da eigentlich los? Ja, gut. Hey, Jungs, macht mal ganz vorsichtig, lasst es nicht zu heftig knallen, ne? Ihr müsst morgen noch in die Schule. Also am meisten mache ich mir Sorgen um ihn hier. Das ist schon sein zweites Glas Cola in 2 Stunden. Der Kleine ist ganz kurz davor, komplett durchzudrehen auf Zucker und Koffein. Der im Spiegel denkt jetzt auch, er ist hier Social Media Influencer. Und der hier ist der Genießer in der Gruppe, wie er das Glas so anhebt, seinen Kopf nach hinten legt, dabei noch die Hand oben hat und noch so ein kleines Zeichen macht, dass es ihm extravagant schmeckt. Ja, das sind die Jungs, die uns in ein paar Jahren die Bitches klauen. Und nach so einer fetten Nacht mit Cola und lauter Musik geht's wahrscheinlich morgen erstmal nicht in die Schule, ne? Wird erstmal blau gemacht. Sch*** auf Schule. Und ich hab hier gleich noch jemanden, der hardcore auf die Schule geschissen hat. Oder der geht einfach duschen in der Schule am Waschbecken. Mit einer Badehose. Im Klassenraum. Die Schulen in Amerika sind anders. Der hat sogar seinen eigenen Eimer mitgebracht, hey. In was für einer Psychose befinden wir uns gerade? Alright, so somebody call security. Chill, don't do that. Alright, so please be quiet. Coming up. You can shower as much as you want, just be quiet. I'm gonna shut my mouth. Silence. Thank you. I'm throwing the key away. It's gone. My bad. Ich sag doch, die Schulen in Amerika sind anders, als ob es die Lehrerin nicht juckt. Die sagt einfach so, ja, komm, du kannst weiter duschen, aber sei einfach still. Okay, alles klar, 10 von 10 unrealistisch. Hier in Deutschland würde ich sowas bei mir in einer alten Schule machen. Wow, ich hätte Schulverweis bekommen. Aber krass, dass er sich das traut. Der gibt wirklich ein F*** auf die Schule und wird dafür sogar noch belohnt. Ihr müsst euch mal vorstellen, später, ihr bekommt so eine Familie. Ihr habt eure Traumfrau, sie ist schwanger. Sie trägt das Kind 9 Monate aus. Es ist das erste Kind. Ihr steckt so 3, 4, 5 Jahre in die Erziehung, Schweiß, Blut, Tränen, alles. Und dann kommt einfach so ein Kind dabei rum. Also würde das mein Sohn später mit mir machen, boah, ich hätte keinen Sohn mehr danach. Würde er meinen Fernseher so f***en, dann würde ich ihn mal so richtig f***en. Aber auf, ne, nicht auf diese Basis, was ihr gerade denkt. Na. Leland! What are you doing? Why did you do that? Those are really fragile. Why did you do that? Ja, warum hat er das getan? Vielleicht weil er ein kleines hyperaktives Kind ist, was ich nicht benehmen kann. Leland, you can't. Now we gotta. Hopefully the TV works. Aber so wie es aussieht, könnte es dem TV vielleicht noch gut gehen. Ey, was macht er da mit dem Hammer? Was ist das für ein kleiner Sch? Ich würde Dinge mit dem Kind tun, das kann ich hier gerade nicht aussprechen, wirklich. No, you put the hammer back. That's a brand new TV. What did he do? That's brand new TV. He hit it with the hammer. Why do you leave those hammers down? Leland, stop! Leland!
Nee, gut, jetzt habe ich auch genug gesehen. Das reicht. Ich leg mich fest, das ist das schlimmste Kind, was es auf der Welt gibt. Der Teufel schlummert einfach in diesem Ding. Also nachdem ich das gesehen habe, bin ich dafür, dass es sowas gibt wie einen Knast für Kinder. Einfach, wo man sein Kind, wenn es irgendwas Schlimmes getan hat und man keinen Bock mehr drauf hat, für ein, zwei Wochen erstmal irgendwo hinsteckt, damit es nicht auf... Ich bin dafür, wirklich, ich bin dafür. Melkt. Ja, da unten haben wir eine Truppe von Mädchen, die gerade einen schönen Bootsausflug macht. Und mal schauen, ob der so schön bleibt, wie er aktuell ist. Das wird ja immer besser hier. Das ist eine Aktion, die ist zwar gottlos und ehrenlos und hätte echt nicht sein müssen. Eigentlich, bah, ekelhaft. Ehrenloser Typ. Aber egal, ich feiere das. Genau das ist mein Humor. Schön die Mädchen, die sich einen schönen Tag machen wollten, erstmal mit Milch voll kippen und den Tag ruinieren. Und wie es der Zufall will, hat man sogar noch ein Video von den Mädchen da unten gefunden nach dem Vorfall. Der ganze Tisch, das ganze Obst, die ganzen Klamotten voll mit solcher ekelhaften Kuhmilch. Yeah, yeah, yeah. Hauptsache die Musik läuft noch. Die Party ist noch im vollen Gange. Also das nenne ich mal einen gelungenen Prank. Gerne mehr davon. Also solange das nicht bei mir passiert, weil das wäre wirklich, das würde mich richtig nerven. Stell dir mal vor, du willst mit deinen Jungs schönen Bootsausflug machen, auf einmal wirst du mit Milch abgespritzt. Wisst ihr, es gibt schlechte Menschen, es gibt sehr schlechte Menschen und dann gibt es auch noch Menschen wie die hier. Dort oben drüber sind übrigens Studenten, die diese Woche eine Prüfung schreiben und einfach ihren Arsch aufreißen und schon Depressionen bekommen vom Lernen. Und unter ihnen geht einfach sowas ab. Ich glaube, ich werde die Lust am Leben verlieren, wenn ich mir gerade seit 8 Stunden meine Unterlagen angucke und währenddessen das unter mir abgeht. Ich glaube, ich wäre der erste Mensch, der sterben würde beim Lernen. Dieses kleine Kind hier hat sich mit dem Falschen angelegt. Oha, oha. Das Huhn hat sich kurz gedacht, ja, dich nehme ich jetzt auseinander. Das Kind ist vielleicht so 2, 3 Jahre, hat noch gar keine Ahnung von der Welt, aber das ist schon mal eine gute Lektion. Denn so wie du in den Wald hineinschreist, wird es wieder zurückkommen. Und so wie du das Huhn anschreist, genau so wird es auch auf dich wieder zurückkommen. Ich will nicht wissen, was nach diesem Schnitt passiert ist. Ich glaube, da ging mieser Beef los. Dieser Typ hier hat irgendein fremdes Kind, was in seiner Fortnite-Lobby war, ein bisschen getrollt. Ach, wie Musik in meinen Ohren. Wirklich, dieses Geräusch von kleinen Kindern, die ausrasten und die ausrasten auch noch wegen einem selber, weil man sie getrollt hat. Das ist wirklich der schönste Sound, den es gibt. Real Talk, in jeder Klasse gab es immer diesen einen Typen, der einfach komplett komisch war. Neben den sich auch niemand setzen wollte, mit dem auch niemand Projekt dabei zusammen machen wollte, mit dem auch niemand geredet hat und mit dem auch niemand in einem Team sein wollte in Sport. Oh boy, oh shit. Ja, der Typ ist auch definitiv der in dieser Klasse. Was macht der da? Der führt gerade Exorzismus an sich selber durch. Das ist einfach seine Vorstellung. Das ist sein Vortrag. Klasse, Timmy, du kannst dich jetzt wieder hinsetzen. Sehr schöner Vortrag. Bitte lass mich in Ruhe. Middle School Dance-Off. Oha, oha. Ein Tanzbattle in der Schule kann ja nur krass werden. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Der macht einfach Fortnite-Tanz. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich kann das alles nicht mehr. Ich brauche hiernach ein neues Gehirn. Freiwillige, die mir ihr Gehirn spenden wollen, bitte meldet euch in den Kommentaren. Das erinnert mich irgendwie an mich damals. Ich habe damals auch immer, als ich klein war, mit meinen Freunden Sachen kaputt gemacht und wir sind einfach weggerannt. Schön erstmal die Lampe zerstören, ne? Fällt ja gar nicht auf, ne? Das wird bestimmt niemand mitbekommen, dass dort einfach so alles voll mit Glasscherben ist. Nein, nein, alles gut. Oh, fuck. Fuck you. Fuck you, bitch. What the f***? Wer hat den kleinen Sch***
Mutter erzogen? Wer hat ihm diese Wörter beigebracht? Woher weiß er das? Wie alt ist der? Der ist doch gerade einmal 5. Was geht ab? Der hat einfach in diesen 10 Sekunden mehr Schimpfwörter gesagt als ich in den letzten 2-3 Tagen. Wie kann das sein? Wenn er schon die Tür beleidigt, dann will ich gar nicht wissen, was in der Schule abgeht oder zu Hause. Ich könnte mir auch vorstellen, dass am Armbrotstisch genauso geredet wird. So, ey, Vater, gib mir mal die Butter, du. Und Mutter, du alter Sch. Bring mir den Orangensaft aus dem Kühlschrank. Los, 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 zackig. Genau so wird's sein. Okay, und zum Schluss will ich nochmal den Endgegner an nervigen Kindern präsentieren. Ja, an alle, die regelmäßig mit dem Flugzeug fliegen, ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Here comes the screaming kid. Love to fly. Gonna be my seatmate. Ja, halt die Fresse. Niemand interessiert sich dafür, ob es dir schlecht geht oder ob du nicht fliegen willst. Es juckt keinen. Bitte sei einfach still. Ich bin übrigens auch dafür, dass es im Flugzeug so ein Add-on gibt, irgendwie so für kleine Kinder, was man denen auf den Mund kleben kann, damit die überhaupt gar nicht die Chance haben zu schreien, während man fliegt. Ich habe wirklich gute Ideen in letzter Zeit. Ich sollte echt über das Bundeskanzleramt nachdenken. Okay, gut. Alles klar, gut. Ich will nichts sagen, aber wäre ich der Pilot, Bro, ich würde das mit dem Flugzeug jetzt machen. Spaß, Spaß, Spaß. Okay, das war nur ein Spaß, ein übertriebener Witz, um die Situation lustig zu machen. Okay, liebes YouTube-Team, das war nicht ernst gemeint. Das war nur Sarkasmus und Ironie. Alright. Aber wisst ihr, was ich ernst meine? Dass ihr jetzt verdammt nochmal auf den Daumen nach oben klicken sollt und auf den Abonnieren-Button. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Peace the f*** out.